Heute war ich übrigens mal wieder Pfand abgeben. Und man glaubt es nicht, 15 Euro Pfand. War nur so eine, ihr kennt doch diese blauen Ikea-Taschen. Nicht die kleinen Handtaschen für Frauen, sondern die großen Männertaschen. Eine davon voll. Das mit Pfandflaschen. Und hauptsächlich so diese 25-Cent-Dinger, die bringen richtig Geld. Also selten irgendwelche anderen, kleineren Flaschen. Aber ich wollte ja kurz mal was trinken. Also ich trinke mal kurz was. Ah, erfrischend. Auch wenn das Getränk schon leicht warm ist, da es hier ja schon seit fast 3 Stunden im Zimmer steht und sich dementsprechend so ein bisschen auf Umgebungstemperatur angewärmt hat. Aber, naja, gut. Ich habe jetzt eben ein klein wenig ein neues Spiel gespielt. Also für eigentlich ist das Spiel nicht neu, aber für mich ist es neu. Weil es gibt so Spiele, die habe ich einfach nicht gespielt. Die habe ich einfach nie gespielt im Leben. Aus dem einfachen Grund, weil, keine Ahnung, ich dachte mir in dem Moment, ach nö, so dafür jetzt Geld ausgeben, ich weiß nicht. Da kriege ich doch bestimmt irgendwie, keine Ahnung, andere Spiele, die ich besser finde. Und dann kommt das so wie vor kurzem, dass es dann so diese Bundles gibt. Also, wo man sich dann... Ich habe mir für 5 Dollar habe ich mir Saints Row 3 und zwar den Goatee, also sprich mit allem drum und dran. Was habe ich noch? Risen 2, Dead Space 3. Obwohl ich mich frage, warum Dead Space 2 nicht dabei war und ich Dead Space 3 jetzt doppelt habe. Und Dead Space 1, naja gut, das ist schon ewig her, da weiß ich gar nicht mehr, wo ich dieses Original habe von dem anderen. Also installiert habe ich das Dead Space 1, aber naja gut, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Steam Key dafür, dementsprechend kann ich spielen, wann ich will und mir auch runterladen, wann ich will, erneut von Steam und dementsprechend habe ich da kein Problem mehr. Aber schade, dass der zweite Teil nicht dabei ist. Na, auf jeden Fall ging es mir bei diesem Bundle hauptsächlich darum, um Mirror's Edge. Habe ich eben eigentlich erwähnt, dass Mirror's Edge auch dabei war? Und das ist so ein Spiel, was ich unbedingt mal spielen wollte. Und ich habe es die letzten 2 Stunden 30, glaube ich, gespielt. Und das Tolle ist, man kann sich so richtig schön drüber aufregen über das Spiel. Weil es ist so, von dem Schwierigkeitsgrad her. Es fängt harmlos an und dann kommt eine unschaffbar schwere Stelle. Und dann geht es wieder harmlos weiter. Und dann kommt wieder eine unschaffbar schwere Stelle. Und diese unschaffbar schweren Stellen sind nicht so schwer, weil man, na gut, hin und wieder sind sie schon schwer, weil man eben irgendwie irgendwo rüber balancieren muss und dann muss man irgendwie eine Strecke überwinden, indem man an der Wand längs läuft, aber das funktioniert auf Anhieb nicht und dann muss man die Sprungtaste irgendwie mehrfach drücken und total durcheinander. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich das Spiel... Ach ja, genau, die manche schweren Stellen sind einfach nur so schwer, weil man nicht weiß, wie man weiterkommt. Ich stand... Also als wenn man sowas als LP macht, dann fühlt man sich ja definitiv ziemlich wie ein Idiot und die Zeit kommt einem so vor, als würde die Zeit stillstehen. Also mir kam das echt so vor, als ich da an einer Stelle hing, wo ich im Endeffekt einfach nur irgendwo irgendwas tun musste, was ich aber nicht gesehen habe, denn es gibt bei dem Spiel keinen Hinweis. Also es gibt zwar die Alt-Taste, wenn man auf die Alt-Taste drückt, dann guckt die Figur in die Richtung, in die man laufen muss. Das funktioniert aber nicht, wenn man irgendetwas betätigen muss. Dann guckt die Person nämlich in die andere Richtung. Ich bin rumgelaufen wie ein Blöder. Ich habe es nicht gefunden. Bis ich dann irgendwann durch Zufall mal dachte, komisch, laufe ich doch einfach mal überall. Ich gucke mir alles an, alles. Und dann habe ich es gesehen und ich dachte, oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Da, ganz am anderen Ende der Karte ist dieses dämliche, was ich da... Ah... Wirklich. Also wenn es solche Momente in dem Spiel nicht gäbe, die den Spielfluss komplett zum Stillstand bringen. Man spielt so flüssig, lalala, man springt von einem Gebäude zum anderen, man gleitet unter irgendwelchen Rohren durch, springt über irgendwelche Abgründe, hangelt sich an Seilen entlang und all so ein Kram, balanciert über Balken. Und dann kommt sowas. Sowas, wo man eine gefühlte Stunde... nichts macht, außer irgendeinen dämlichen Knopf zu suchen. Und du findest ihn nicht. Du findest ihn nicht, weil es gibt keinen Hinweis darauf. Gut, im Nachhinein betrachtet würde ich natürlich sagen, Mann, war ich blöd, dass ich den nicht gefunden habe. Aber andererseits muss ich sagen,
Wieso? Wieso muss man das so verstecken? Na gut, ich habe während des Spiels schon genug rumgeschrien und mich quasi dem Herzinfarkt nahe über das Spiel aufgeregt. Na gut, ganz so aufgeregt habe ich mich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie 10-mal an einer Stelle gefailt bin, dann bin ich schon ein wenig lauter geworden. Aber ich habe jetzt nicht, das Spiel angeschrien. Nein. Ich habe hin und wieder die Entwickler verflucht. Und habe sie irgendwie, Na gut, ich habe sie jetzt nicht mit irgendwelchen bösen Schimpfwörtern. Glaube ich zumindest. Ich glaube, dass ich sie nicht mit bösen Schimpfwörtern betitelt habe. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht im Nachhinein. Könnte auch sein, dass ich da doch schon den ein oder anderen... Nein, ich habe keinen als Sohn von... Nein, das habe ich nicht gemacht. Mein Inventar ist voll. Ah, das ist blöd. Was schmeißen wir denn weg? Mushrooms. So, weg damit. Ah, mein Inventar ist immer noch voll. Was schmeißen wir weg? Sugarcanes. Schmeißen wir weg. Brauchen wir nicht. So, jetzt können wir hier auch das Sandstone mitnehmen. Und, ja. Was haltet ihr eigentlich von Mirror's Edge? Also, mir gefällt das Spiel. Wie gesagt, ich hab's jetzt fast... Na, ich hab's über 2 Stunden gespielt. Ich glaube 2 Stunden 30. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es wirklich sehr lang gespielt. Und obwohl ich mich an manchen Stellen echt aufgeregt habe, ist das dann wieder so, wenn man dann quasi weiterkommt. Dann ist man total happy. Man kommt weiter. Kein Problem. Alles funktioniert. Alles wunderbar. Man kommt wieder weiter. Ganz im Gegensatz zu jetzt eben diesen Stellen, wo man festhängt. Da ist das echt so, man denkt, ach scheiße, ich hänge jetzt schon seit 2 Tagen hänge ich an dieser einen Stelle. Und ich komme einfach nicht weiter. Was muss ich da machen? Gebt mir einen Hinweis. Und dann kommt auch noch so, man ist so ein bisschen, einerseits ist man unter Zeitdruck, weil in manchen Szenen gibt es dann so, da gibt es so ein paar Polizisten, die wollen einen erschießen. Und die machen nichts anderes, als ständig irgendwelche Türen aufzurammen und mit ihren Knarren auf einen einzuschießen. Und ich kann ja jetzt nicht jeden davon verprügeln, weil wenn da 10 Polizisten auf mich einschießen und ich dann erstmal, ja, ich gehe erstmal zu dem einen hin. Ja, du, hier, lass mal kurz deinen Namen lesen. John, dich habe ich mir ausgesucht. Dich werde ich jetzt verprügeln. Die haue ich jetzt einmal. Ich rutsche jetzt auf dich zu und trete dir zwischen die Eier. Pass auf, das mache ich jetzt gleich. So, steh still. Und deine Kollegen bitte nicht schießen währenddessen. Denn, ich sterbe sonst. Ja, leider funktioniert das in dem Spiel nicht so. Die schießen nämlich alle auf dich. Und dementsprechend keine Chance in manchen Stellen, wenn man da 10-mal dasselbe spielt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das im Nachhinein... Ja, doch, ich lasse es wahrscheinlich drin. Aber ich habe dann immer so den Gedanken, na, vielleicht nervt es die Leute ja, wenn sie eine Sequenz 10-mal sehen. Gerade wenn das Spiel blind ist. Weil, wie gesagt, Habe ich das schon gesagt? Ich habe Mirror's Edge nie gespielt. Ich hab mich auch nicht wirklich dafür interessiert, weil ich dachte, na gut, da läuft man halt rum, springt ein bisschen von einer Plattform zur anderen. Das ist halt so ein modernes Jump'n'Run. Aber dass das eben durch diese Zusatzschwierigkeit, dass man eben halt beschossen wird oder dass man unter Zeitdruck steht oder dass man irgendwo, ja... Hauptsache ist, der Zeitdruck eigentlich wird aufgebaut, durch dass man beschossen wird. Durch andere Sachen wird eigentlich kein Zeitdruck wirklich aufgebaut. Naja, das musst du da an die Seite bauen. So. Na, wie gesagt, das Spiel... soll ich das wirklich so machen? Oder soll ich da irgendwie... Na, ich weiß nicht. Ich werde jetzt mal kurz das Essen. Sieht das gut aus? Bauen wir es mal so und gucken es mal an. So. Nee. Die Wand da hinten mache ich mal aus einem anderen Material. Mal gucken, was wir noch so haben. So, alles mitnehmen. Also mal schauen. Haben wir in der Kiste noch irgendwas? In den Öfen ist nichts drin. Was suche ich jetzt eigentlich? Suche ich jetzt nach Steinen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ich mir jetzt gerade die Aufnahme, während ich sie nachkommentiere, angucke mit der Musik, die dann später drunter liegt. Ja, nette Musik da gerade. So, ich esse nochmal was. So, mal gucken. Steine könnten wir nehmen, oder? Könnten wir Stone Bricks draus machen. Mal sehen, wie macht man denn die?
Oh, es gibt keine Steintreppen. Aber Stone Bricks. Sonst hätte ich nämlich versucht, das mit Cleanstone zu machen. Aber aus Cleanstone kann man nur Slabs machen, aber keine Treppen. Das ist ein bisschen blöd. So. Gucken wir mal, wie das aussieht. So. Ah, das ist immer so blöd, wenn man was isst und währenddessen redet und dann läuft einem so der Sabber den Bart runter. Ich hoffe, das muss sich jetzt keiner, der sich das anguckt, bildlich vorstellen. Also von den 2-3 Leuten, die sich dieses Video irgendwann mal im Leben angucken werden. Hm. Mal sehen, bauen wir da noch was hin? Das mit den Kisten werde ich sowieso noch überarbeiten. Mal sehen. Hm. Baue ich das jetzt alles zu? Ich glaube, ich baue das... Ah. Das sieht aber auch irgendwie komisch aus. Mit Clean Stone. Mal sehen, wenn man da oben noch Sandstone hinmacht. Nee, nicht so schön. Wie wäre es mit Clean Stone? Hm. Gucken wir mal. So. Machen wir das hier auch mal. Also der ursprüngliche Plan sieht vor, das Ganze mit Cleanstone die Wände zu machen, die Außenwände. Und dann eben hier drin mit normalen Steinen und mit Sandstone. Aber ich glaube, das ändere ich nochmal. Aber auf jeden Fall machen wir hier jetzt ein bisschen... Hier machen wir jetzt erstmal eine Sandstone-Wand. Jetzt haben wir ja erstmal genug von dem Zeug. Ja, schon sieht besser aus. Passt zwar irgendwie... Ja doch, wir haben doch. Passt zwar irgendwie nicht so ganz zu dem Boden, aber... Naja gut, wir sind ja jetzt hier nicht bei Tine Wittler. Oder seht ihr das anders? Ich nehme doch an, nicht. So, mal kurz anders hinsetzen hier. So. So, woran man merkt, dass man alt wird, man macht beim Setzen Geräusche. Sowas wie, ja, so ist besser. Naja, also ich habe jetzt eben schon 2:30 hier gesessen und ich werde jetzt, wo ich hier schon fast am Stuhl klebe, noch knapp 1 Stunde 10 Minuten sitzen und Minecraft so ein bisschen nachkommentieren, weil ich bin zwar im Urlaub, aber ihr seht ja trotzdem diese Folge hier jetzt voraussichtlich, heute müsste Mittwoch sein. Also ich nehme die am Freitag auf, aber für euch ist Mittwoch. Obwohl, ich sehe gerade an der Zeit, heute ist schon Donnerstag. Heute ist schon Donnerstag. Dementsprechend, ich habe die Folge vor 6 Tagen aufgenommen und ihr seht sie jetzt erst. Also falls irgendwas zwischendurch passiert ist, keine Ahnung, YouTube ist explodiert oder so, weiß ich gerade nichts von. Und wir brauchen mehr Sandstone. Beziehungsweise ich probiere jetzt hier mal mit Smooth Sandstone, wie das aussieht, wenn man da Smooth hinmacht. Hm. Tja. Ich glaube, das sollte ich wohl ändern. Also sprich, hier Smooth hinmachen und dann da oben normalen Sandstone. Übrigens hat sich gerade mein Handy im Hintergrund gemeldet. War wahrscheinlich ganz leise zu hören. Ich habe da irgendwie eine SMS gekriegt. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich kurz mal weg bin und nachgucke. Ich hole mal eben mein Handy. Ich bin gleich wieder da.